bin Sammy und heute habe ich ein Video für euch. Ich habe gefühlt 1 Milliarde Mal schon die Anfrage bekommen, Sammy, wann machst du denn ein neues Starbucks DIY? Das sind eines der angesagtesten Videoreihen auf meinem Kanal, weil so viele von euch, sei es wenn ich euch treffe oder ich eure Kommentare lese, heißt es immer wieder, Sammy, wir lieben diese DIYs. Und ich sehe das ja auch mega am Feedback. Also die Videos haben teilweise 60.000, 70.000 Daumen hoch und es freut mich natürlich, dass ihr das sehen wollt. Und deswegen, Schluss. Ich bin wieder zurück mit einem Starbucks DIY und ich habe euch sogar Drinks mitgebracht, die es so nur im Ausland gibt. Ich trage schon die passende Farbe dazu. Ich zeige euch nämlich den berühmt-berüchtigten Pink Drink und wie ihr den zu Hause machen könnt, weil den gibt es nur in den USA. Und ich werde euch auch noch 2 Starbucks DIY Drinks zeigen, die es aus dem Sommermenü gibt. Und ich sag's euch, ihr müsst die ausprobieren, weil die schmecken genauso wie bei Starbucks. Probiert's mal aus. Wirklich, ihr spart euch so viel Geld, ihr spart euch pro Getränk locker 5 Euro. Lasst mich unbedingt wissen, ob ihr weitere Starbucks DIY Videos haben wollt, wo ich euch zeige, wie ihr die originalen Drinks nachmachen könnt. Von Drinks, die es nur in den Staaten gibt, dann lasst dieses Video unbedingt einen Daumen hoch. Und ich denke, wenn ich sehe, dass ihr das unbedingt sehen wollt, dann kommt das nächste DIY schon ganz bald. Lasst mich in den Kommentaren unbedingt wissen, welches euer absoluter Lieblingsdrink bei Starbucks ist und welchen Drink ich für euch als DIY drehen soll. Vielleicht ist das ja ein ganz besonderer Drink, den ihr irgendwie mal im Urlaub getrunken habt. Dann werde ich mich ranmachen und den Dench für euch nach dem DIY. Schreibt mir das in die Kommentare. Spaß beim Video und los geht's. Und wir legen los mit dem Pink Drink. Dazu braucht ihr Reismilch, einen Teebeutel Erdbeertee und einen Teebeutel Grüntee. Dann braucht ihr noch Eis und Erdbeeren. Im allerersten Schritt werdet ihr einfach euren Tee aufbrühen, diesen dann je nach Belieben mit Zucker süßen oder auch mit Agavendicksaft. Und den lasst ihr dann erstmal so stehen. Im nächsten Schritt widmen wir uns unseren Erdbeeren und diese werden wir einfach in feine Scheiben schneiden. Die dienen uns als Garnitur für unseren Pink Drink und dann heißt es schon, alle Zutaten zusammenmischen in einen Becher. Diesen füllen wir dann einfach erstmal mit einigen Eiswürfeln und dann werdet ihr euren Becher mit einer Hälfte eurer Erdbeer- und Grüntee-Mischung füllen und der Rest wird mit Reismilch aufgefüllt. Schön mit den Erdbeeren garnieren und fertig ist euer Pink Drink. Dieser Drink, der ist nur in den USA erhältlich und den habe ich so überall auf Tumblr, Pinterest und Instagram gesehen. Probiert es unbedingt aus, der ist super frisch, leicht, schmeckt einfach pink. Nein, Spaß beiseite, aber er ist einfach der perfekte Sommerdrink. Wie eigentlich alle in diesem DIY. Aber den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Bei unserem nächsten DIY, da machen wir den Strawberry Lemon Limeade Granita. Dazu braucht ihr Erdbeeren, Eiswürfel und Zitronenlimonade. Da könnt ihr wirklich jede handelsübliche Limonade nehmen, die nach Zitrone schmeckt. Dieses DIY ist so einfach, ist verrückt, dass so etwas bei Starbucks 5 Euro kostet. Ihr werdet einfach euer Eis ganz fein crushen in einem Mixer. Ich verlinke den euch mal in weiteren Informationen, der war nämlich richtig günstig. Und dann fügt ihr noch 4 bis 5 Erdbeeren hinzu, die ihr mitcrusht, sodass ihr einfach dieses leicht gesüßte Erdbeer-Slushy habt. Und das füllt ihr dann einfach in einem Becher und begießt das mit eurer Zitronenlimonade und fertig ist das wohl erfrischendste, spritzigste, fruchtigste DIY, der Lemon Limeade Granita, den es so nur in den USA gibt. Den müsst ihr unbedingt ausprobieren, der ist so lecker. Und übrigens, ich habe am Ende des Videos Outtakes, also bleibt bis zum Ende dran. Bei unserem nächsten DIY werdet ihr im ersten Schritt einen Espresso kochen oder einfach nur einen ganz starken Kaffee aufbrühen. Und als weitere Zutaten braucht ihr noch Crushed Ice, einen Shot Sahne, ein bisschen Karamellsoße und Sprühsahne. Und dann könnt ihr schon loslegen. Wir machen nämlich den Caramel Espresso Granita und da werdet ihr einfach in eurem Mixer das Eis schön fein crushen. Das sieht dann aus wie frisch gefallener Schnee, der irgendwie über Nacht gefrostet ist. Da kommt der Shot Espresso hinzu, ein Shot Sahne und das Ganze werdet ihr dann schön mit eurem Karamell schön toppen. Da könnt ihr so viel nehmen, wie ihr wollt, je nachdem, wie gerne ihr Karamell mögt. Und als Feinschliff am Ende kommt eure Sprühsahne drauf. Und fertig ist euer Caramel Espresso Granita. Diese ganzen Drinks sind gerade erst vor einigen Wochen rausgekommen. Die sind aus dem exklusiven Sunset-Menü, das es nur im Sommer gibt. Und hier habt ihr eure 3 Summer-Drinks. Ich will unbedingt von euch wissen, welchen dieser Drinks ihr ausprobieren werdet. Welcher ist euer Favorite? Ich bin gespannt. Hinterlasst mir unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr weitere Starbucks DIYs haben wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal kostenlos, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier sind meine ganzen letzten Videos. Also klickt euch ruhig auf meinem Kanal durch, es gibt viel zu entdecken. Meine anderen Starbucks DIYs sind unten verlinkt. Bis dann, euer Sammy.
17 Pokémon, ja, das sind wirklich viel, doch ich will Pokémon!